Okay, das hätten wir mal. Essen? Ja. Was war das? Oh, Salmon. Hallo? Ah. Hoppla. Da ist mir der Unglücksrabe doch glatt in die Fackel gelaufen. Es gibt viel zu looten. Ein Grill, aber den haben wir schon. Dann gucken wir mal weiter. Was wir machen könnten, wenn wir schon hier die Tür offen haben, ist gleich mal unser Inventar ein bisschen aussortieren. Das lässt sich nicht stacken. Nein, nein, werden wir selten finden. Fackel kann weg, die Nägel hätten wir zu Hause lassen können. Die Repair-Kits kommen zwischenzeitlich da rein und die Dosen bei aller Liebe, aber die werden gescrapped unterwegs. Das erleichtert uns die Aufgabe massiv. Hier waren wir schon. Hier. Niemand zu Hause, okay. Da ist nix. Da ist nix von Interesse. Den nehme ich auseinander. Der ist gut was wert, nämlich. Dann gucken wir weiter. Hier ist es sehr ruhig, danke. So mag ich das. Oh. Natürlich. Darf ich nach unten? Danke. Natürlich lasse ich mir zu viel Zeit und fliege runter. Aber es ist ja eh sehr ruhig hier. Was habe ich gerade gesagt? Ami Django, na klar. Oh, shit, ein Feral. Nein, danke, ich habe heute schon Blut gespendet. So schnell kann's gehen und du hast keine Munition mehr im Lauf. Aufpassen, lieber Fuxi, aufpassen. Du gibst keinem mehr was. Lass mal gucken, was wir hier noch haben, Schönes. Hier ging es raus. Jede Menge Baumaterial haben wir. Ein toter Generator. Etwas Munition. Schön. Eine Kiste bunt gemischtes. Das kann ich gut gebrauchen. Den Rest nehmen wir mit. Ja, nehme ich mit. Shamway Foods. Gucken wir mal rein. Ich bin schon zu voll. Shotgun Messiah dann eher. Ich brauche einen Platz für. Ja. Ich brauche einen Platz auf jeden Fall für den Loot vom Händler. Das sollte die Situation ein wenig entspannen. Wie gesagt, ein wenig. Hier gibt es dann viel abzubauen. Hier gibt es genau nichts. Okay. Hätten wir das also auch geklärt? Ach so, ja, hier ist ja noch das tolle Zelt. Mit der Toilette drinnen. Ja, ich. Das ist aber ein ziemlich radikales Zelt, würde ich mal sagen. Scrap Polymers. Na toll, hat sich wirklich bezahlt gemacht. Die Blöcke habe ich ja jetzt draußen gelassen. Das war sehr gut, ja.
Herzlichen Glückwunsch. Gott sei Dank habe ich mein Werkzeug mit. Wenigstens etwas brauchen wir uns nur hier durch die Tür hauen. Metall, 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 Metall. Und Holz, Holz, Holz. Danke. Oh Gott, ich bin so überladen und das jetzt schon. Aber so hat die Aufnahmesession wenigstens noch ein persönliches Ende gefunden. Viel ist es nicht. Leather Poncho, Gothic Boots, Baseball Cap Mod. Was tut die? Baseball Cap Modification makes a helmet look like a baseball cap. Eher das. Danke. Modify. Das ist kein Cosmetic. Ach, schade. Ansonsten, wir können noch ein Teil ablegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir werden zuerst zum Händler / nach Hause fahren, bevor wir den Airdrop holen gehen. Ich sollte ein bisschen Ausdauer aufsparen. Okay, hab mich gern. Bei aller Ehre, aber... Hab dich! Ja, wir kommen eh nicht mehr rüber. Also gehen wir gleich hier entlang. Oh Gott. Oh, 35. Ja, ich sag ja, die Stufe 6 Schaufel macht sich bezahlt. Jetzt sind wir noch ein bisschen mehr überlastet, aber was soll's? Was soll der Geiz? Komm schon, lauf, Baby, lauf. Und rauf aufs Rad und fahren wir. Ah, oh, herrlich. Ich trinke noch einen Schluck. Während sich unsere Ausdauer ein bisschen auflädt. Und dann ab durch die Mitte. Und Ausdauer aufladen. Das ist sich gerade noch ausgegangen. Okay, dann fahren wir aber zuerst nach Hause. Passt. Irgendwas können wir noch mitnehmen. Egal was es ist, wir nehmen es mit. Und jetzt haben wir den großen Vorteil. Okay, hier nicht, aber... Ja. Hier kommt auch Kaffeepulver rein, Dosenfraß. Samenmäßig haben wir jetzt, glaube ich, nichts mehr, oder? Nee. Nahrung, oh, hier haben wir noch Dosen. Hier haben wir noch Getränke. Zählt für mich im Moment als Samen. Dann haben wir das Händlerzeug. Medikamente. Baumaterialien. Komponenten. Crafting-Zeugs. Da kommt jetzt auch... Nein, das nicht. Das rein. Die Federn, der Kleber, Komponente ist hier. Oh, da haben wir noch eine Schachtel, die wir nicht aufgeräumt haben. Dann haben wir noch
Tools und Mods, nein. Armor, ja. Und Armor Mods natürlich in dem Fall. Dann haben wir hier einiges, was wir loswerden. Das kommt zum Händler. Ah, oh, das geht ja wie Brötchen backen. Jetzt macht's wieder Spaß. Das Zeug noch. Nein. Noch schnell durchsehen. Was haben wir hier noch? Wir haben noch. Die Nägel können wir hier lassen. Das ist abzulegen. Das und das. Das sind Getränke. Das kommt mit. Das ist abzulegen. Das ist abzulegen. Und die Torch ist abzulegen. Was? Nein. Den Grill haben wir schon, oder? Ja. Das heißt, der Grill kommt hier hin. Bastelmaterialien kommen hier hin. Armor. Getränke. Und die Torch kommt. Ach, keine Ahnung. Hierhin? Ja, lang gut. So, Händlerzeug. Verkaufen, verkaufen, mitnehmen, verkaufen. Dankeschön. Tür zu. Rauf aufs Rad. Geht sich das aus? Knapp, aber doch. Ich bin mir sicher, ich habe jetzt gerade den restlichen Zaun noch eingerissen. Und es ist erst 10 Uhr. Das war ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Bis jetzt. Tür zu. Dankeschön. Lieber Herr Händler. Something bothering you? Ja, ich würde gern Zeug loswerden. I didn't think you'd pull it off. Here's your bounty. Spears. Ja, dann nehmen wir es halt, damit wir es haben. Darf ich mal dein Inventar sehen? Weg. Weg. So, was hast du denn Schönes, mein Gutes? Da Mining Helmet habe ich schon. Rifle Parts, Robotic Parts. Nix, was ich jetzt im Moment haben möchte. Nein. Nein. Habe ich alles schon? Einrichtung brauche ich nichts? Nein. Gunpowder? Nein. Ski Goggles, was tun die? Agilität plus 1. Nee, brauche ich auch nicht unbedingt. Nein. Und was haben wir noch Schönes? Oh, Herbal Antibiotics 2.4. Müsste man normalerweise mitnehmen, wenn man es gerade kriegt, oder? Iron Crossbow 60.000, Motorcycle 30.000. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Art of Mining. It's a small chance to mine rare gems from. Gekauft. Das rentiert sich auf die Dauer. Und der Iron Crossbow hätte es mir irgendwie angetan, aber. That's nee. All you're gonna buy. I'll let you show yourself out. Ja, ist okay. I have a little assignment. Good deal. Passt. Die würde ich glatt lernen. Und dann meint Meister Schnürschuh, er hätte noch gern ein paar Supplies von uns. Aber das werden wir in der nächsten Aufnahmesession machen. Ich sage jetzt erstmal danke. Wahrscheinlich ist der Cut wieder irgendwo mitten in der Folge. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir uns auf die Zombies stürzen oder von ihnen zermetzelt werden. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ui, und da sind wir wieder. Ah, doch. Okay. Wir waren beim Händler. Es ist 12 Uhr morgen. Es ist Tag 9. Rally Point. Ich habe echt vergessen. Ich hätte nachgucken sollen, wo wir waren.
aber das ist eine ganz schnelle Zwischendurchaufnahme mit einer kleinen Änderung. Retrieve the supplies. Warte mal. Unser Blödsinn. Unser Inventar ist leer. Passt. Mit einer kleinen Änderung. Und zwar da links oben. Ihr seht ja unseren hübschen Counter, der noch immer auf 2 steht. Habe ich mal ganz tief in die Mutkiste gegriffen. Ja. Ich habe den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochgedreht. Ein bisschen. Wir werden tagsüber nichts davon merken. Aber ich habe die Zombie Feral Senses, die waren aus. Und die habe ich jetzt bei Nacht zumindest mal eingeschalten. Eventuell ist es dann vorbei mit unseren... Oh, da ist ein Stein, lieber Fuchsi. Dann ist es zwar vielleicht mit unseren ruhigen Nächten vorbei, aber vielleicht zieht dann eben auch, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ein bisschen an. Ich will nicht sagen, es ist mir generell zu leicht, aber es war jetzt schon eher auf der leichteren Seite. Vielleicht habe ich auch nur hier im Let's Play ein bisschen konzentrierter gespielt. Kann natürlich auch sein. Als ob ich konzentriert spielen würde. Ihr macht Scherze, oder? Nein. Aber im Vergleich, ich meine, bei meinem privaten Let's Play bin ich einen Blutmond weiter. Also da bin ich irgendwo bei Tag 15 oder 16. Auf geht's. Wir brauchen ja nur die Vorräte. Oh, guten Tag. Guten Tag. Ich hasse es. Arsch. Wo war ich, bevor er mich geprügelt hat? Ja, bei meinem privaten Let's Play bin ich ein paar Tage weiter. Wie gesagt, 15 oder 16, so eben knapp nach dem zweiten Blutmond. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hierher zurückkommen. Von daher nehmen wir das Zeug gleich mit. Und da bin ich jetzt im Vergleich dazu, lasst mich kurz gucken, mein Counter, der steht auf 5. Und hier sind wir eben auf 2, also... Ja, natürlich, es soll ja auch der Anspruch sein. Ja, nehmen wir mit im Moment. Es soll ja auch der Anspruch sein, das Ganze so todesfrei wie möglich, sag ich mal, zu zocken. Aber wir sind halt bis jetzt noch extrem gut durchgekommen. Und ja, wie gesagt, vielleicht ist die Challenge, kommen wir hier rüber. Jemand zu Hause? Nein. Aber hier, sage ich doch, vielleicht ist die Challenge einfach wirklich ein bisschen zu gering gewesen jetzt für den Anfang. Wie gesagt, wir werden es jetzt einfach mal ausprobieren. Feral Senses in der Nacht sind an. Und ich möchte, ja, ist in gutem Zustand, ist durchgeladen. Runter mit uns. Hallo? Ja, so in etwa habe ich mir das gedacht. Und bevor es Zombies regnet, gehe ich. Nicht weit, aber ich gehe. Sag ich's nicht. Hallo! Hoppla. Du hast da was im... Oh, nett. Im Gesicht. Ja, nehme ich. Ja, nehme ich. Pile of Books. Nehme ich. Haben wir noch nicht gehabt. Hier hat irgendwer definitiv sein Müllager aufgeschlagen gehabt. Oh. Der Binky und der Brain. Ganz neuer Zombie. Kenne ich noch gar nicht. Locked? Okay. Ja, scheiß Wetter haben wir heute. Das habe ich schon mitbekommen, aber... Jemand zu Hause? Nö. Dann gucken wir hier weiter. Ah, okay. Ich... Weißt du was? Machen wir mal so. Nehmen wir alles mit, was wir gleich haben. Normalerweise, ihr kennt mich ja, räume ich lieber zuerst die Wohnung von Zombies frei. Als mich um das zu kümmern, was hier so rumliegt. Aber... Bevor wir... nett.
Chematic für eine Chemiestation wäre halt auch nicht falsch. Painkillers. Gut, gut, gut. Da drüben haben wir Baumaterial. Das nehmen wir natürlich mit. Ist gratis, also immer her damit. Außerdem gibt es schön XP. Es wirkt auch recht ruhig, wenn du mich fragst. Also dieses Haus so insgesamt. Ja, nachdem unser erster Nachdem unser erster Versuch mit dem Turm ja eher halb optimal funktioniert hat, möchte ich beinahe schon für den zweiten Blutmond dann anfangen, eine Base zu bauen. Allerdings würde ich sagen, da haben wir noch ein bisschen Zeit, das müssen wir jetzt nicht überstürzen. Ja, das wollte ich. Was haben wir hier? Reading this schematic will teach you how to craft this item. Tempered Blade, ja. Das lesen wir mal, das nehmen wir mit. Die ist destroyed. Die kann ich nicht stehen lassen, sorry. Da ist zu viel guter Scheiß drinnen. Also ich würde mal jetzt mit einer... Das gibt's aber nicht. Danke. Ich würde jetzt mit einer Holzbase anfangen. Was? Okay. Mit einer Holzbase anfangen. Und das Ding dann so Step by Step erweitern. Also hier war doch sicher ein Drogenlabor, oder? Ich meine, mir soll es recht sein. Aber... Also erweitern ist falsch gesagt. Halt verbessern dann in Richtung Cobblestone und Zement und so weiter. Ihr kennt ja das Spielchen. Und ich würde das Ganze eigentlich mit so einer Standard-Base gerne versuchen, die ich schon in der... Ja, das war klar. Frau Doktor, bitte. Nein, keine Umarmungen für Zombies. Passt. Das erklärt einiges. Mit einer Standard-Base, wenn man sich hier mal 5 Minuten unterhalten könnte, ohne dass ihm ein Zombie ins Wort fällt. Böse Zombies. Ich glaube, es war die 1.18, in der ich die probiert habe. Und mich würde einfach interessieren, ob die... Man könnte sagen, G-Space. Was haben wir hier? Recovers one hit point every punch. Okay, jedes Mal, wenn ich eine... Abfang oder wenn ich eine mitgebe. Egal, wir lernen's. Den Rest, da würde ich glatt mal gucken. Ich glaube, die Beinschienen sind ein bisschen besser als meine, ja. Auf jeden. 10, 7, 10, 7. Und die haben 8, 1, ja. Und die können wir dann aber scrappen für den Platz. Und ansonsten die Dosen können wir scrappen für einen Platz. Und die auch. Ich werde sie nicht brauchen. Dann können wir das Verbandszeug noch mitnehmen. Die Tasche sollten wir vielleicht mal als erstes mitnehmen, denn die brauchen wir. Pappenpilz. Nett. Oh. Okidoki. Okidoki. Oh Gott, ich platze schon wieder vor lauter Zeug. Jemand hier? Oh Gott, ein Weapon-Bag auch noch. Halleluja, okay, die brauche ich nicht unbedingt. Den können wir scrappen. Dafür kommt Schießpulver rein. Das würde wehtun. Sand fliegt raus. Dafür kommt die rein. Die könnten wir dann gleich... Lass mich mal überlegen. Längere Haltbarkeit.
Wäre vielleicht kein Schaden, oder? Genau. Dann können wir die noch mitnehmen.